Also du könntest theoretisch, aber das wird ja im Laufe der Zeit sowieso automatisch kommen, näher kommen. Man kommt sich näher im Laufe der Zeit. Kann man. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi, das ist Sarah Isabel und wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute haben wir unser Hashtag Ungeschönt-Format und es wird wirklich krass. Und wenn du Bock drauf hast, so ein bisschen Leben in mein Gesicht bringen zu können, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, unser Motto ist nämlich ganz verrückt. Die Lady neben mir hat da so ein Foto, wird dieses Foto mir erklären und hoffen, dass ich das halbwegs nachgeschminkt bekomme. Ja, ich bin auch sehr gespannt, genauso wie ihr, wie das Ganze so im Resultat wird. Und ich liebe es einfach, dass wir dieses Video am 11. Oktober schon ein bisschen vordrehen. Da ist Mr. Bauchi noch in meinem Bauch drin. Ne? Das macht nämlich Sinn, dass wir das einfach vordrehen. Ist so verrückt eigentlich, dass das alles anders sein wird dann, ja, wenn es online kommt. Und das ist einfach schön. Ja, und da wird Sarah Isabel mir jetzt gleich mal so ein bisschen was erzählen dürfen, was sie gerne in meinem Gesicht sehen möchte. Und ja, wir machen jeden Monat ja die Hashtag ungeschönt Videos und im Oktober, November. Wir sind weiter. Die Zeit rast, die rast. Geht die Party halt ein bisschen verrückter ab, ne? Ja, so. Nicht so verrückt wie bei mir. Naja, das könnt ihr nachher sehen, ne? 19:30 geht ihr Video online. Die hat noch ein bisschen gelben Haaransatz und wenn ihr wissen wollt, warum, schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Sobald das Video online ist, ist das in der Infobox verlinkt. Ja, das ist spannend. Haben wir gerade ernsthaft gleichzeitig kurz so... Ja! Ich habe auch nicht so... Ich muss mir ein bisschen, also zu sehr hüpfen habe ich jetzt nicht, sonst... Nee, bitte nicht. Wir wollen, dass er im November kommt. Wir wollen jetzt hier nichts in Gang bringen. Oh nein. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe hier keine Brille auf. Also okay, sehr gut. Wir starten womit? Mit der Base, würde ich sagen. Mhm. Du brauchst auf jeden Fall was, was sich super matt macht. Also matte Primer, matte Foundation. Und damit fangen wir erstmal an, würde ich sagen. Achso ja, und die Deckkraft sollte sehr hoch sein. Also so hoch, wie geht. Um das zu erreichen, was Sarah Isabel mir als Aufgabe gegeben hat, verwende ich hier von Benefit The Professional Light Primer. Ich glaube, das ist somit der matteste Primer, den ich irgendwie in meiner Sammlung drin habe. Den habe ich mal von Benefit zugeschickt bekommen. Und dann geben wir uns den mal. Ja, guck mal. Allein, da, upsala, allein das Würmchen, was da rauskommt, was hier so rumwabbelt, ne? Das ist ja... So. Sie hat den Regenwurm geteilt. So, und die mitunter matteste Foundation, die ich habe, die ich nicht rausgeschmissen habe aus meinem Sortiment, ist von Catrice Clean ID die High Cover Luminous Matte Foundation in der Farbe 004 Light Almond. Also die helle Mandel. Können wir. Du darfst richtig, richtig gut geben. Ja, so viel wie geht. Nehmen wir erstmal hier Foundation ein bisschen auf das Gesicht knallen. Ich habe immer Angst, dass ich damit mein Leben ein Foundationiere. Und vor allem auch, dass es dann runterläuft und irgendwo hintropft. Danke. Ja. Warum hintropft? Ich habe mich richtig erschrocken. Ich auch. Ja, nur ist unsere Reaktion unterschiedlich. Ich war nicht so voll am Schreien, du so voll so. Du einfach nur so. Ich erstarre dann. Ich verwende übrigens Pinsel von Luvia. Man wird ja das ein oder andere Mal gefragt. Ne? Luvia-Pinsel sind so gut. Hast du nicht sogar einen Luvia-Code? Ich? Ja. Ja. Was hast du denn für einen Luvia-Code? Wahrscheinlich Daisy 15. Oder Spring? Das ist tatsächlich korrekt. Daisy 15% auf das gesamte Sortiment. Ja. So, wir sind hier bei Luvia. So, jetzt habe ich mir ordentlich was aufs Gesicht geklatscht, ne? Und ich finde es auch sehr matt. Es ist perfekt. So soll es sein. Sehr schön. Es ist sehr gut. Und jetzt nehmen wir einen Concealer, der sehr hell ist und auch irgendwie matt. Creaseless Concealer von Tarte, der null creaseless ist, aber halt super krass. Den nehmen wir, der sieht super aus. Als Concealer verwende ich den Creaseless Concealer von Tarte in der Farbe 10N Fair. Also wenn der nicht hell ist,
und ciao. Ne? Dann weiß ich es auch nicht. Wo soll ich denn hingehen? So, also, wir machen das jetzt so ultra Instagram-mäßig, so wie wir das von früher kennen, oder YouTube 2018. Du machst hier diese Dreiecke und schön hier hoch, ne? Also schön großflächig und da so lang. Mhm. Auf dem Kinn und auch so schön, weißt du, so dieses Dreieck auf der Stirn quasi. Es wird ein sehr grafisches Gedönsen, weil das blenden wir natürlich nicht aus. Nee, das kommt so. Bitte lass das Dreieck so dann. Nein, bitte natürlich ausblenden. Boah. Weißt du, 2018, da hatte ich halt auch noch weniger Fältchen, da konnte ich sowas machen. Ja, dann nicht weiter, so reicht schon, ja. I feel so pretty today. Das sieht so lustig aus. Ja, ich schnell ausblenden, sonst... Schnell, 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 da habe ich von Twicey ein Schwämmchen, das ist super fluffy puffy, das ist großartig. Darf ich auch auf die Augen oder muss ich unter den Augen bleiben? Nee, das kannst du ruhig auch schon auf die Augen verteilen, so ein bisschen, das wird jetzt so dein... So der Ausgleich für deine Lidschattenbasis quasi. Wir brauchen auf jeden Fall fürs Puder 3 verschiedene Puder. 3? Ja. Okay, was brauchen wir denn? Wir brauchen ein schönes Baking Powder. Aber ja, es muss jetzt nicht weiß oder so sein. Es reicht, wenn es sehr hell ist und gerade so die Bereiche, wo du gerade den Concealer aufgetragen hast, auch wirklich in diesen Formen, wenn es halt da so eben aufgehellt ist mit Baking Powder, loses Puder. Aber wie gesagt, das muss nicht weiß sein. Dann dein restliches Gesicht. Möchtest du dein restliches Gesicht setzen? Muss ich. Okay, dann das. Und dann nochmal hier sowas wie das Hourglass einmal so drüber auch, damit es so dieses, ne, so ein bisschen freshes Finish hat. Die Lady sagt zuerst Baken. Da nehme ich doch gerne von Riva Loves Me das Holy Grails mit Maxime Baking Powder. Ordentlich drauf. Das ist nur wichtig, dass so die Augenpartie schon sehr, sehr hell ist. Und dein Nasenrücken schmal und dein Kinn auf jeden Fall. Da solltest du baken. Warte, warte, warte. Das sieht schon so wunderbar aus, was ich da im Spiegel sehe. Echt? Ja, cool. Also es ist schon die Richtung, die wir brauchen. Das ist schon richtig gut. Das funktioniert hier toll. Für mein komplettes Gesicht verwende ich von Nabla das Close-Up Pressed Powder in der Farbe Light. Bekommt ihr bei Purish mit Claudies Welt 15 sicherlich auch im November 15% Rabatt. Soll das Puder da weiter bleiben oder darf ich das auch weiter verteilen? Du darfst es auch weiter verteilen. Das ist großartig. Ja. Willst du nur einmal überall drüber, damit es schon recht matt ist auf jeden Fall. Was heißt recht matt? Sehr matt. Damit es sehr matt ist. Und matt lieben wir ja, ne? Ja. Habe ich ein bisschen Angst vor matt. Das ist so vollkommen konträr zu dem, was normalerweise in meinem Gesicht abgeht. Aber, Leute, überhaupt kein Problem. Ha, ich habe hier doch mein Hourglass. Und, on top, unser Hourglass. Da habe ich diese Ambient Light, Dim Light, in Bla, Ambient Light, Ambient Palette. Das sind 3 verschiedene Töne drin. Und weil ich mich nicht entscheiden kann, ich bin ja Zwilling, gehe ich einfach komplett durch. Das passt schon alles so. Wenn du ihr hier näher kommen willst, ist es so auf jeden Fall schon mal richtig. So, jetzt brauchen wir Bronzer und Blush. Der Bronzer aber auf jeden Fall einen kühleren Ton, weil es eher so ein bisschen in die Richtung Contouring geht, aber nicht wirklich Contouring. Deswegen auf jeden Fall ein kühler Bronzer. Als Bronzer habe ich jetzt hier von Rival de Loop Young. Das ist ein alter Schätzelein, du. Crystal Fusion Bronzer, das ist dieser hier. Da sagte Sarah Isabel, ich soll ein kühles Moped nehmen. Der ist kühl. Also ich finde den kühl, ne? Ja. Es soll halt nicht so ein richtiges Contouring-Puder sein, sondern schon Bronzer, aber halt nicht so auf der warmen Seite. So. Den darf ich auftragen? Ja, an deiner Stirn. Und zwar hier oben an den Schläfen nur entlang. Nur da? Ja, und halt so ein bisschen hier so. Und an den Schläfen halt so entlang. Mhm. Und du nutzt ihn an deiner Nase für so ein bisschen softes Nose-Contouring sozusagen. Dass du halt die helle Mitte auslässt. Aber ich darf nicht an Wange? Nein, 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 nein. Oh. Da nutzen wir wirklich gleich dann das Blush. Das wir okay, wir machen schnell Bronzer, Leute. Oh, das ist ein bisschen viel, oder? Guck mal in den Spiegel, damit sehe ich das mit dem Licht. Nö, das ist schon gut so. Dieses typische Instagrammable Stupsnase irgendwie kreieren. So mit Seite, Seite ein bisschen unten und auf der Nasenspitze halt so ein bisschen entlang, weißt du damit, ne? Ja. Das kriegen wir alles gut hin. Ja, das ist gut.
Das ist gut. Ich sehe anders aus als sonst. Okay. Ja. So, als Blush hat Sarah Isabel gesagt, soll ich einen Backstein nehmen. Da habe ich hier von BH Cosmetics die Vanilla Cherry Truffle Palette. Fun Fact, eigentlich wollte ich diese Palette mal demnächst auch sortieren. Nein, ich wollte gerade sagen, ich finde die so schön. Ja. Wo kann man die noch bekommen? Ja, die kannst du dir sonst nachher mitnehmen, wenn du möchtest. Lieben wir. Ich habe dann hier einen Blushpinsel. Ja, der ist aus dem Prime Vegan Candy Pencil Set. Und dieser Ton hat es ihr angetan. Der ist crazy. So, stopp. Stopp. Du nimmst davon einen Hauch. Mhm. Einen Hauch von. Dann fängst du da an, wo du gerade deinen Bronzer hinsetzen wolltest und arbeitest ihn ganz, also es ist ja quasi der Verlauf von hinten nach vorne ganz soft wird. Und du gehst nicht weiter als hier. Nicht? Also nur so bis zu deiner Pupille ungefähr. Also, nee, nicht mal bis da. Ein bisschen, ne, also wirklich nur so in diesem Bereich. Und dann so liftend und hauptsächlich da, wo du eben gerade deinen Bronzer hinsetzen würdest. Ein Hauch von. Bau lieber auf. Aber die Farbe ist perfekt. Ja. Ich glaube, die waren immer recht gut pigmentiert. Das heißt, ich soll hier dann beginnen, ne? Ja. Und das dann vorsichtig bis hier maximal ausbauen. Genau. Das reicht auch schon. Mir nicht? Nee, musst du gar nicht. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ihr schuld seid. So, denn ihr habt bei Sarah Isabel in einer Story bei Instagram abgestimmt. Aus 4 Looks wurde dieser Look dann, der jetzt gerade so am Entstehen ist, gewählt. Das ist richtig. Ich habe sie aus meiner Story einfach ausgeschlossen und meine Community auf Instagram gefragt. Frech. Es ist übrigens nicht der Look geworden, den ich gerne gewählt hätte. Also mein Favoritenlook wäre Look Nummer 4 gewesen und gewonnen hat Nummer 2. Ja. Wir kommen in Sachen hier. Jetzt brauchen wir einen Highlighter in einem Champagnerton, der wirklich schon fein ist. Da habe ich hier von Hatice Schmidt Labs in der Farbe Fair den Highlighter. Und Leute, das ist so ein mega schöner Glass Skin Highlighter. Kann ich euch wärmstens empfehlen. Und was darf ich jetzt damit machen? Du brauchst einen kleinen, ja, der Pinsel, ja, vielleicht hast du noch einen kleineren nehmen können, aber das wird schon gehen. Und zwar highlightest du wirklich jetzt nur deine Nasenspitze. Da so. Nur da. Nur da? Mhm. Und was ist mit hier? Nein. Und was ist mit... Nein. Ja, ja, genau. Ja, ja. Und die darf aber auch schon richtig doll leuchten. So ein bisschen Rudolf-mäßig. Ja. Das ist gut. Ja. Jetzt, es reicht, okay. Okay, ich darf nicht im Dunkeln leuchten. Das war's jetzt schon. Ja, jetzt brauchst du ein Augenbrauenprodukt, was schon sehr, sehr farbintensiv ist. Und du machst dir eine Augenbraue, die, wenn man, weißt du, wenn man das so sieht und dann so ein bisschen was vielleicht Negatives darüber sagen würde, so eine, Balken. Ja. Während Sarah Isabel jetzt verzweifelt nach einem Augenbrauenstift für mich sucht. Stimme auf dem Ohr. Ja, habe ich hier von Benefit die Powmate Brow Pomade. Und das ist die Farbe 2.5 Natural Blonde. Wie dieser Pinsel angeschwebt kommt. Und das hat sich gemacht. Ja, du hast erstmal was zu tun. Blockaugenbrauen sind am Start. Und jetzt müssen wir mal gucken, was ich als nächstes so treiben soll. Darf, kann, will, muss. Augen-Make-up. Yay! Und zwar möchte ich, dass du jetzt das Washi-Tape benutzt. Und Leute, das muss ich euch kurz zeigen. Es ist ein Washi-Tape, wo ich einfach Einhörner drauf habe. Ich mag so welche Looks, finde ich also interessant, aber traue mich ehrlich gesagt nie ran. Vielleicht könnte vielleicht noch so ein bisschen so, aber... Ich bin halt auch nicht ganz gerade. Nee, aber ich ja auch nicht. Also nee, weißt du, bei mir ist das auch so. Bei mir sieht das auch immer nicht gleich aus, aber am Ende wird alles gut. Essence Make a Wish Little Fish. Das ist eine Limited Edition, die einfach wunderschön ist. Mit der fangen wir auch an. Das ist großartig. So, dann haben wir... Wir arbeiten hier ein bisschen parallel. Ich muss das so ein bisschen... Oh Gott, ernsthaft parallel? Oh, sowas. Oh, bei sowas bin ich immer vollkommen überfordert, ne? Erstmal so ein bisschen, ne, so in deiner... so hier entlang. Du musst gar nicht so extrem hoch erstmal, sondern erstmal so das Pigment wirklich in deiner Lidfalte und von der Kante aus. Ne? Und über die Kante musst du natürlich so rüber, damit du das Pigment nicht unten drunter schiebst. Ne? Mhm. Genau, also von hier so entlang erstmal.
Und da nimmst du, wir nehmen erstmal diesen Ton hier, würde ich sagen. Achso, da habe ich nämlich die BH Cosmetics Türkis Palette. Das ist diese hier. Die finde ich auch wunderschön, ne? Ziemlich cool. Zack. Nice. Genau. Wir starten okay. Mit diesem Peach-Ton. Mit fluffiger Puffy. Okay, und die Farbe ist dann auch quasi die oberste Farbe, die ich auf dem Lid haben werde. Genau. Also die wird dann so richtig, dass die quasi fast ins Nichts ausläuft dann nach oben. Okay, dann nehme ich mir wirklich einen richtigen Fluffel. Das ist aus der, das ist eigentlich der Small Highlighter Pinsel, ne? Aber den nehme ich jetzt einfach mal. Genau. Ja, so super. Also von der Höhe. Das ist perfekt. Das wird der, die Form auch, die du später hast. Ich glaube, du wirst den Look richtig lieben. Man erkennt die Farben als Einzelnes am Ende nicht so ganz, sondern es entsteht quasi so ein kompletter, diffuser Übergang, dass du das alles ganz soft alles ineinander hast. Du machst quasi dieselbe Technik jetzt mit diesem Ton hier und jetzt aber nur so mehr außen, weißt du? Aber dass es nach oben quasi auch verschwindet in das, was du schon hast. Mhm. Also du wirst nicht höher oder so, es bleibt ein bisschen mehr punktueller. Also hier so außen einfach. Ja, genau. So, das okay. Ist, ne? Also so typisch dieses klassische Verdunkeln, wie wir das halt kennen. Mit einer ein bisschen Nuancen dunkler. Das ist die Farbe Ray aus der Essence Make-A-Wish Little Fish Palette. Die aber so hart pigmentiert ist, Leute. Und rein diffusieren. Genau. Und jetzt machst du das. Oh, ist das nice. Leute, guck mal. Ja. Ich mag das gerne leiden. Ich wusste doch, dass das dir gefällt. So. Ja. Ich habe auch nur Lips rausgesucht, die dir gefallen hätten. Alle hätten dir gefallen. So, jetzt machst du das mit dem Ton nochmal, aber du nimmst bitte hier so ein etwas kleineres und bleibst wirklich schon so an der Kante, weißt du? Und dann kannst du am besten von außen... Also hier an der Kante. Mhm, aber ich würde über das Tape nach innen das blenden. Ja, so. Dann schiebst du dir das Pigment runter. Und dann mit dem Ton und schon so ein bisschen dunkler, ne? Aber das darf auch schon so wieder ein bisschen in die Lidfalte laufen, aber nicht zu weit, wirklich am äußeren Drittel. Okay, dafür nehmen wir Dolphin, den Delfin, da dippe ich so ein bisschen rein und habe hier so einen festeren Blendepinsel, etwas präziser und das mache ich dann in Hup-Hup-Bewegung. Genau. Wir nennen es jetzt einfach mal Hup-Hup-Bewegung und das darf auch minimal in die Lidfalte rein. Mhm. Dieses Tape will die ganze Zeit abfallen. Ja, weiß ich, das muss man immer ein bisschen ignorieren. So. Sehr gut. Jetzt darfst du deinen Highlighter-Pinsel benutzen und darfst deinen Highlighter unter deine Augenbraue setzen und das Ganze schön diffus eben in das einlaufen lassen, was du gerade oben hingeblendet hast. Mhm. Ja, das sieht sehr gut aus. Gleich darfst du es abziehen. Eigentlich darfst du es jetzt auch schon abziehen. Okay, ciao. Ha! Was eine schicke Kante doch! Mhm. Was eine schicke Kante. Also, guck mal! Ich finde das schön. Ich finde, das liftet das Auge einfach total. Wir nehmen diesen Ton. Freedom. Ja, und du kannst schon auch mit deinem Finger arbeiten, dass es so ein bisschen diffus ist. Also es muss keine krasse Kante oder so, weil du hast ja die andere Farbe schon so geblendet, ne? Und nimmst diesen Ton und setzt das erstmal von dem Dunklen, was schon da ist, um das so ein bisschen miteinander zu verblenden, bis zu deiner Pupille, wo die anfängt. Ja, so. Genau, nicht weiter. Ungewohnt, aber irgendwie schön, oder? Was meint ihr? Ich nenne es jetzt mal den Innenwinkel, also bis da, wo deine Wimpern hingehen. Das habe ich ja gelernt, dass das für dich der Innenwinkel ist. Gibst du jetzt diesen Ton hier auf, diesen Peach-Ton. Influential. Schöne Farbe. Mhm. Sehr hübsche Farbe. Mache ich gerne leiden, oh. Aber dabei bleibt das nicht. Happy. Und jetzt toppst du das Ganze mit dem Gold, damit die beiden Farben sich quasi vermischen. Weil die Farbe, die wir brauchen, haben wir nicht so richtig. Deswegen, die beiden zusammen müssten damit eigentlich ziemlich gut. Und nur über den Peach? Nur über den Peach-Ton, genau. Damit halt diesen Mix aus diesen beiden Farben entsteht. Also quasi so ein aprikostichiges Gold. Der nennt sich Wise, übrigens. Und den packe ich mir jetzt hier so. Easy peasy Sonnenschein. Weil das ist so ein richtiges Sonnenschein. Mhm. Oh. Jetzt mischst du aus der Wish Little Fish Palette das matte Türkis da mit einem Hauch von diesem Blau hier, was auch matt ist, und setzt das in deinen Innenwinkel. Okay, cool. Ja. Und so ein Tup. Ah, das war jetzt schon ein bisschen zu viel. Ja, ja. Nur ein bisschen. Ja, ja. Und damit darfst du jetzt richtig eskalieren. Also es wird so ein richtig buntes Inner Corner Highlight. Ein buntes Inner Corner Highlight finde ich auch sehr fancy, muss ich sagen.
Und das Ganze darfst du dann auch noch toppen mit deinem Highlighter, damit es so aussieht, als hätten wir halt dieses, schaffen wir das, dieses Matte von innen heraus so ein bisschen leuchtet. Das ist nicht so richtig funkelnd, ist aber so ein Strahlen hat. Weil die Lady hier, die hat natürlich wieder Photoshop benutzt oder sowas. Denke ich mal. Und ja, es ist halt matt, aber es strahlt. Okay, also für mich ist es halt irgendwie, es fließt jetzt ja gerade nirgendwo hin, ne? Dieses Blau. Ja, das ist richtig. Das sieht schon so ein bisschen aus, als hätte ich einen auf eine Mappe gekriegt. Ist richtig, deswegen müssen wir es noch so ein bisschen zum Strahlen bringen. Also halt. Jetzt kommt der Highlighter. Genau. Den Highlighter mache ich da drüber. Mhm. Ich habe dich eben aufgekriegt, dann kriege ich jetzt auch auf. Und dann kannst du halt das Gold da so ein bisschen einfließen lassen. Ich glaube, nur so rum ist es halt so ein bisschen einfacher, weißt du? Ja, das sieht gut aus. Und es ist ein bisschen einfacher, als hättest du das Gold vorher drunter gehabt. Ich glaube, das wäre dann zu sehr grün geworden, weißt du? Mhm. Weil so konnte man aus dem Blau wirklich das Blau rausholen. Und dann kannst du, wenn du willst, dann am Ende noch, weißt du, so die Lidfalte verlängern und hier vorne noch so einen Hauch von dem Braun reingeben. Damit so vielleicht so die Linien auch ein bisschen fließender zwischen dem, also über dem Gold und über dem Blau. Ein Hauch von ganz wenig. Ja, genau. So nämlich. Und auch nicht so komplett außer Kontrolle wie bei mir. Muss ich an dieser Stelle auch mal sagen. Außer Kontrolle vor allem. Es ist so einfach gerade, dir das zu erklären. Ich dachte, das wird schwieriger irgendwie, aber das geht. Das geht doch. Dann nehme ich mir noch ein bisschen was von dem Peachy, um das ein bisschen weiter runterzuziehen. Das heißt übrigens Friendly. Ein freundlicher Ton ist das. Ja, den freundlichen Ton darfst du dir auch an deinem unteren Wimpernkranz aufgeben. Tut du kompletti. Ganz schmal. Ganz schmal. Mhm. Und am Außenwinkel unten einen Hauch von diesem da. Also wie du es auch oben hast quasi. Ja, das, also mir gefällt tatsächlich diese Konstellation der Farben auch bislang richtig, richtig gut. Und wie du merkst, es haben schon viele Menschen beim Tanzen zu mir gesagt, ich lasse mich echt gut führen. Folgsames Menschlein. Und falls ihr mir noch nicht folgen solltet und auch vielleicht ein folgsames Menschlein sein solltet und vielleicht von Sarah Isabel kommt, wo ihr denkt, irgendwie ist die Frau ein bisschen gestört, lasst mir gerne ein Abo da. Würde ich mich mega drüber freuen, wenn ihr einfach meiner Community beitreten würdet. Das könnt ihr hier vorne einmal machen. Ne? Würde mich voll freuen. Diese Nase finde ich einfach total crazy, Leute. Ich komme auf vieles in meinem Gesicht klar, aber auf meine Nase komme ich aktuell nicht klar. Weil zum einen wirklich, als hätte ich hier so einen Spiegel auf meine Nase geklebt. Und ich, Nose Contour und ich, wir sind einfach keine Freunde, ne? Ja gut, was soll ich jetzt machen? Eyeliner. Aber da darf ich einen nehmen, den ich sehr gerne mag, und zwar von Ayeko, den Black Magic Liner. Der ist so cool. Normalerweise ist der schwarz mit weißer Schrift, den hat man öfters mal in Beautyboxen drin. In der Look Fantastic Beautybox, in der Glossy Box, ne? Hat eine Kugel zum Schütteln drin, ist ein Träumchen und hat eine Pinselspitze. Also. Du ziehst den Eyeliner von deinem Innenwinkel, also vom ganz, ganz vorne, spitze, dünne Linie und dann einen krassen Winged Liner. Wohin? Wie wohin? Also du ziehst ihn einfach von ganz innen an deiner Wimperngrenzlinie entlang und dann einmal einen richtig schönen, scharfen Wing. Aber es ist schon ein dicker Wing, der ganz scharf zuläuft. Dicker, der dünn wird. Dicker, der spitz wird. Die ganzen Anspielungen müssen alle raus. Ja. Oder drin lassen und Eis die Adventskalender verlinken. Ich hätte jetzt auf einer Seite einen Eyeliner gemalt. Mal gucken, ob das okay ist. Und der Dame gefällt. Guck mich mal an. Du darfst ihn sogar noch intensiver machen. So. Perfekt. Atmen. Ja. Das ist dann immer der Moment, wo ich mich konzentriere und Julius denkt, jetzt trete ich mal. Und dann setze ich an, eine präzise Zeichen und dann so, fupp. Ayeko Black Magic Liner, Leute. Gönnt ihn euch hart. Der ist wirklich genial. Wenn ihr den irgendwie in der Box drin habt, benutzt ihn. Ja, ja, benutzen. Das macht Spaß. Ich habe ihn nicht. Ja, wird mal Zeit. Sieht richtig gut aus. Genauso wie wir das haben wollen. Jetzt brauchst du Mascara und normalerweise hätte ich jetzt gesagt, das ist ja ein Look mit falschen Wimpern, aber das tue ich Claudia jetzt nicht an, deswegen darf sie gerne richtig schichten, was das Zeug hält, mit normaler Mascara.
Du hattest Angst vor der? Guck mal. Ich hab die Augen. Ja, sieht aus, als hätte sie Zähne. Sieht aus, als hätte sie Zähne, aber es ist keine. Es ist 8.02 Uhr. Und wir sind noch dabei. Und wir sind seit 9 Stunden hier. Oh. Nein. Nein. Was? Sie isst dich. Von Catrice, die Iconista Lash Millionizer Volume Mascara. Das ist leider nicht mehr im Sortiment. Die war letztes Jahr noch irgendwie in einem Adventskalender drin und dann konnte man die sich noch irgendwie hart gönnen und das lieben wir. Habe ich direkt, auch als ich sie da rausgeholt habe, letztes Jahr aufgebraucht. Ja, da ist ein Haar drin. Die ist so toll einfach. Sehr verrücktes Bürstchen. Die kommt jetzt in die erste Schicht. Wir machen jetzt nicht erste Schicht, zweite Schicht und so weiter. Ich soll jetzt eskalieren und das mache ich jetzt auch. Ein ganz bisschen unten tuschen. Aber halt, warte. Noch nicht. Da muss erst noch was anderes hin. Ja, das ist sehr gut. Ich glaube, da hätte ich auch keine Lashes gebraucht, oder? Das hier an deiner Wasserlinie. Mmh. Mhm. Wird jetzt crazy. Nabla Cupid's Arrow in der Farbe Minty Pop, Pop Mint, Arrow Pop Mint, Arrow Pop Mint. Poppity Pop Pop. Gibt's bei Purish auch, ne, wisst ihr Bescheid. Ach, ich verlinke euch eh die ganzen Produkte unten in der Infobox. Schaut da gerne mal rein, ne. Da sind die Codes mit aufgeführt. Da ist mein Leben mit aufgeführt. Alles, was das Herz begehrt, schaut da gerne mal rein. Und vor allem kann ich das dann auch immer aktuell machen, je nachdem. Manchmal kriege ich ja einen Code mehr oder weniger. Und dann habt ihr da auch ein bisschen Spaß mit. So, das kommt jetzt an die untere Wasserlinie. Ich hoffe, dass ich nicht allzu sehr weine, weil das kitzelt immer wie Sau. Lass mich mal kurz meine Augen wieder leben. Hm, mit deinen Augen bist du jetzt auch fertig. Wahnsinn, Leute. Guckt euch dieses Gedönsen auf meinen Augen an. Lieb ich. Okay. Ich hoffe, ich kann dich für die ganze Kantensituation da ein bisschen mehr begeistern. Das ist ja total mein Ding. Ihr Lieben, ich glaube, wir sind jetzt bei den Lippen angekommen, oder? Richtig. Und da bekommst du jetzt eine richtig auch so eine schöne 90er oder Kylie Jenner 2014er, 15er, keine Ahnung, Situation hier. Und zwar einmal mit dem Lip Liner und wirklich schön am Rand. Du musst auch nicht krass übermalen, also okay. Deine eigenen, wie du dich wohlfühlst, aber schön nur am Rand. Und in der Mitte dann halt mit diesem hellen Nude. Okay, also starte ich mit dem House Laboratories in der Farbe Myth. Rip Lip Liner. Das ist einmal dieser hier. Ein wunderschöner Lip Liner, der so echt, ich mag den gerne, über die Lippen leitet. Leitet und leitet. Leitet und leitet. Leitet, leitet. Ich habe das Gefühl, weil ich gleich so viel sitzen muss. Es hat noch nie ein schöneres Video gegeben, wo du deinen Lip Liner aufgetragen hast. Hat sie nicht eine schöne Leggings an, Leute? Hm? Ja, die ist süß, oder? Leggings. Oh mein Gott. Nicht, dass der Raum riesig wäre, ne? Das ist halt so typisch YouTuber, die müssen immer vor der Kamera her springen, ist klar. Ist einfach nach müde kommt doof, wirklich. Also echt. Der Lip Liner sitzt wie eine Eins, Leute, ich sag's euch. Ja. Und dann darf ich da drüber von Emasa Magic Finish den Lippi in der Farbe Hazelnut Heaven geben. So ein schöner heller Nude-Ton, den kennen wir, den mögen wir. Und ja, der kommt jetzt drüber. Hm. Damit, ich dachte, der ist noch ein bisschen heller. Aber ist okay. Möchten wir uns einmal den Look aus der Nähe angucken? Knack, knack. Oh, ich glaube schon, oder? Ja. So, jetzt staunen wir, wie trocken meine Base aussieht. Also wir reden hier nicht mehr nur von matt, sondern von furztrocken. Aber an und für sich ist es ein schöner Look. Also dieses Tapey-Gedönsen gefällt mir richtig gut. Ja. Das ist echt mal so eine ganz, ganz andere Kiste. Die Lippe, ne, ist schon sehr trocken, aber das ist natürlich der Jahreszeit und so geschuldet. Ansonsten dieses türkise Inner Corner Highlight passt und irgendwie, ich weiß nicht, passt dieser Look auch ein Stück weit zu dem, was ich anhabe. Also ich fühle mich damit wirklich wohl und das ist halt auch nicht selbstverständlich, ne? So, und jetzt bin ich mal gespannt, was ich da eigentlich schminken sollte. Bist du bereit? Ja. Oh wow. Oh wow. Die Lady. Boah, die hat aber auch Lippen, ich sag's dir, ne? Mhm. Aber was meinst du? Das hast du doch gut gemacht. Oh ja, beautiful. Also dieses Gold hätte definitiv noch intensiver sein können. Ja. Aber es war halt nicht ganz dieses, es ist ja nicht so ganz dieses Gold, sondern so dieses, das ist so dieses Champagner dran, was ist schon noch Gold, deswegen wollte ich ja, dass du die Farben mixt. Von einer, nein, nicht von einer, auf einer Skala von 1 bis 10.
wo 1, naja, geht so, Claudinchen, und 10, mega krass, ja, voll getroffen ist. Wie sehr habe ich den Look getroffen? Ich finde, dass Sarah Isabel mir mega, mega geile Anleitung gegeben hat. Dieses, weiß ich nicht, allein wie intensiv ich was verblenden soll und so weiter, ne? Das fand ich schon ziemlich cool und ich fühle mich auch mit dem Look sehr wohl, auch wenn das sehr merkwürdig ist mit diesem Nose-Contour und dieser dunklen Stirn, die ich habe, ne? Jo, sehe ich aus wie ein scheues Reh so ein bisschen. Ich fand es super aus. Willst du die anderen Looks sehen? Ja, definitiv, definitiv. Wow. Was meinst du, war der, den ich für dich wollte? Nein, ich wollte tatsächlich, dass du den trägst, weil du nie lila tragen willst. Geil. Hat du immer gesagt, dass du alles, was so lila und so pink ist und so weiter, ja, dann sagst du mal, du siehst so krank aus oder ja, so. Aber ich hätte, aber dann hättest du krasse Cut Crease und alles machen müssen. Ja, aber meine Community, ne? Also vielen Dank an die wundervolle Community von Sarah Isabel. Ihr habt mich vor Schlimmem bewahrt. Hä? Entschuldigung bitte. Wir sind alle voll schön. Die Frauen und die Looks sind wunderschön, aber diesen lila Look hätte ich bei mir jetzt nicht so gesehen. Weiß ich, deswegen wollte ich ihn bei dir sehen. Aber gut, vielleicht beim nächsten Mal. Ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir und uns und unserem Hashtag Unbeschön von November. Seid gespannt, was wir im Dezember für euch vorhaben. Da ist so was ganz Cooles geplant und ja, ne? Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst uns doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gerückt von uns. Ich verlinke dir um uns herum einfach unsere Kanäle, die ungeschönten Playlists, dies, das, Ananas, weißt du Bescheid. Gönn dir auf jeden Fall hart. Schau bei Sarah Isabel vorbei. 1930 geht die Party hart ab auf ihrem Kanal. Und wisst ihr Bescheid. Ich bin normal. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.